Einen wunderschönen guten Abend aus Baselga di Pini in Italien, in Südtirol, im Trentino. Und André Unterdörfel, Marc Rode begrüßen Sie ganz recht herzlich zum letzten Tag der Studentenweltmeisterschaften. Und diese Studentenweltmeisterschaften, die seit Donnerstag stattgefunden haben, hier auf dieser Außenbahn, ja, die hatte es gestern schon ganz schön in sich gehabt, denn da hatte es massive Schneefälle gegeben. Der Wettergott meinte es gut mit den Sportlern am letzten Tag, wie Sie sehen, also dürfte das hier heute alles kein Problem sein. Es gibt zwei abschließende Wettbewerbe, jeweils bei den Damen und bei den Herren, die 500 Meter und dann noch die Massenstartwettbewerbe. Und André, wenn wir mal so zurückblicken, wir hatten jetzt hier eigentlich so das gesamte Spektrum gehabt. Du persönlich, was magst du eigentlich am liebsten, welche Disziplin? Ja, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, die Sprint- und Mittelstrecken natürlich, aber jetzt gerade auch die neuen Sachen, also Team Pursuit und Massenstartrennen sind natürlich unwahrscheinlich interessant, weil auch die Kürze der Zeit und die Kürze der Entscheidung dann quasi die Sache auch sehr, sehr sehenswert macht. Man sitzt eben nicht eine Stunde vorm Fernseher oder an der Bahn und wartet, bis dann alle Läufe durch sind, sondern am Ende ist halt nach 10, 15 Minuten maximal die Entscheidung gefallen und das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant. So, die 500 Meter bei den Damen ist der erste Wettbewerb, den wir Ihnen zeigen. Hier die Startliste für die zweiten Läufe oder für den zweiten Lauf. Wir hatten einen ersten Lauf gehabt, den hat Qixi Li aus China gewonnen. Erwartungsgemäß muss man sagen, denn die ist im Weltcup auch recht ordentlich unterwegs. Die Leistungsdichte, die ist hier nicht so gegeben. Da geht die Schere schon ganz schön auseinander, denn zum einen haben wir eben mit Qixi Li welche, die im Weltcup unterwegs sind. Zum anderen haben wir hier aber auch Sportlerinnen und Sportler, die in der Tat vorrangig Studenten sind. Sport im zweiten Glied und entsprechend wirkt sich das natürlich auch auf die Zeiten aus. Wie zum Beispiel hier bei Marin Zarap. Gut, die hat jetzt sogar noch den Nachteil, dass sie aus Estland kommt und Estland ist nicht gerade eine Eisschnell auf Hochburg. Und wenn ich jetzt mal richtig überlege, würden wir auch gar keine Bahn in Estland einfahren. Ja, die Sportlerinnen sind meistens irgendwo extern auch unterwegs, also entweder in der Kia-Akademie in Insel oder auch in Hama an der internationalen Schule und versuchen dort eben ihren Sport durchzuziehen und gehen dann eben ganz normal im Sommer und zum Teil eben auch im Winter noch an die Uni und studieren dann eben auch. Eine einzige Estin ist im Weltcup unterwegs und kann sich dann auch mal, wie zum Beispiel bei den Europameisterschaften in diesem Jahr, für größere Turniere qualifizieren. Saskia Alusalu, das ist aber auch eine junge Dame, die mittlerweile, sie war in Insel, jetzt in Hama an der Akademie ist und auch etwas besser unterwegs ist über die langen Distanzen. Sie hier mit nach 44,59, das merken Sie schon in den Zeiten, das ist alles sehr ausbaufähig, aber in Estland ist sie die Nummer 1, sie ist die amtierende estnische Meisterin über die 500 Meter. Ja, naja, man versucht sich auch dort mit den anderen kleinen Staaten quasi zusammenzubringen. Also es gibt ein Development-Programm, wo oftmals die Sportler in Berlin zusammengeführt werden. Da sind Dänen dabei, Schweden, eben auch die Esten und auch Finnen. Und die versuchen eigentlich so in ihrem Bereich eben sehr gut zusammenzuarbeiten, sind relativ häufig 3-4 Mal auch in Berlin vor Ort und kommen dann mit einer relativ großen Gruppe und da sind eben die Sportler auch dabei. Ja, unbedingt dadurch, dass wir ja schon diesen ersten Lauf hatten und Zeiten auch unter 40 Sekunden erleben durften. Die Damen, die wir jetzt hier sehen, haben allesamt keine Chance, dann einzugreifen, wenn es nachher um die Medaillen geht. Maria Krotova aus Weißrussland auf der Innenbahn, die war im letzten Jahr weißrussische Vizemeisterin über die 1000 Meter, hat es zu tun mit Zhang Ji aus China, die sich immer mal wieder für die chinesischen Meisterschaften qualifizieren kann, da aber in den letzten 5-6 Jahren weder über die 500 noch über die 1000 Meter die Top 15 erreicht hat, gerade auch in China. Da gibt es viele, viele Frauen, die wirklich auch Weltspitze sind. Ja, und die haben natürlich auch professionelle Bedingungen. Wenn man eben dann nicht ganz so 100%ig sich auf den Sport konzentrieren kann, dann ist eben auch der Abstand ruckzuck sehr schnell. Und man sieht mit 42,2 und 43,8 bei ja guten äußeren Bedingungen, das sind halt eben auch
Zeiten, die eben schon noch ein ganzes Stück davon weg sind, eben auch im Weltcup zum Beispiel konkurrenzfähig zu sein. Ja, und auch das nächste Paar, Edel Jasmin Bording aus den Niederlanden und Eliska Drimalova aus der Tschechischen Republik, werden am Ende keine Rolle spielen, wenn es um die Medaillen geht. Deswegen, gerade auch weil es Studenten-Weltmeisterschaften sind, wollen wir doch mal ein bisschen über Studenten, über Studium reden. André, in Deutschland, gerade auch, wir haben hier keine deutschen Teilnehmer bei dieser Studenten-WM, scheint es offensichtlich nicht ganz so einfach zu sein, wirklich Top-Sport, aber auch Studium unter eine Mütze zu bekommen? Doch, eigentlich schon. Also man hat ja diese duale Karriere in Deutschland ausgerufen und ich persönlich hatte auch die das Glück, quasi über die Humboldt-Universität eigentlich sehr, sehr gut gefördert zu werden als Student und trotzdem eben mein Studium relativ zügig durchzubekommen, hatte dort eben auch die Möglichkeit, das relativ flexibel zu gestalten. Das geht schon, aber am Ende ist es doch so, dass viele in Deutschland sich dann irgendwann entscheiden und sagen, ja, was will ich? Will ich halt für ein schmales Brot versuchen, Weltklasse-Sportler zu werden oder will ich eben auch, ja, mich sozial gut absichern und dann kommt dann irgendwann eben auch der Schnitt, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt voll auf das Studium und dann ist eben Leistungssport auf einem hohen Niveau nicht mehr möglich. Und mit 20, 21, 22 Jahren kommt man dann irgendwann zu diesem Punkt und dann ist halt die Fluktuation dann gerade bei den Studenten sehr, sehr groß und am Ende gibt es dann halt auch kaum noch Masse übrig, die man hätte dort dann an den Start stellen können. Ja, weil wir hier gerade Edel Jasmin Bording gesehen haben. Die Niederländer, normalerweise eine Eischnelllauf-Nation. Sanne Westerfeld, die nächste Niederländerin am Start. Aber dann eben hier bei diesen Weltmeisterschaften auch nicht mit den wirklich Besten bestückt. Ich denke, da liegt es auch wirklich daran, dass es ja in den Niederlanden diese Profi-Teams gibt. Dann bist du Profi, du machst nichts anderes Tag ein Tag aus, als Sportler zu sein. Da bleibt dann auch wenig Zeit für ein Studium, das natürlich auch gewisse Anforderungen stellt. Ja, Eisschnelllauf ist einfach ein Sportart, die wirklich sehr, sehr hohen Trainingsumfang fordert. Wir haben also im Hochleistungsbereich ungefähr 1000 bis 1100 Stunden an Training, die man absolvieren muss. Das sind in der Regel dann um 20 bis 24 Stunden die Woche, je nachdem in welcher Trainingsphase man sich befindet. Und dann muss man eben auch mal überlegen, okay, wie kann ich mit all der Regeneration, mit Physiotherapie und so weiter, wie kann ich da überhaupt dann eben noch ein Studium mit einbringen? Und wenn, dann funktioniert das meistens eben nur, indem man wirklich sehr, sehr flexibel diese Studienzeiten auch versucht ein bisschen zu verlängern und sich eben diese Freiräume nehmen kann. Und das ist halt das letztlich der ausschlaggebende Punkt, warum es relativ wenige Studenten gibt, die auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau dann Leistungssport betreiben können. Ja, Sie sehen es, wir sind auch hier mit diesem Paar immer noch bei Zeiten weit über der 40-Sekunden-Marke. Wir robben uns aber so langsam ran an die Besten des ersten Durchgangs. Jetzt gleich schon mit dem dann fünften Paar, Steffi Wübben aus den Niederlanden, die hier auch mittlerweile Medaillen gewonnen hat. Einmal gab es Silber in der Teamverfolgung, die Teamverfolgung der Damen am zweiten Tag und dann gab es nochmal Bronze im Teamsprint. Und sie hat es zu tun hier mit der Italienerin Linda Bortolotti. Bortolotti, die im vergangenen Jahr Zweite war bei den italienischen Sprintmeisterschaften. Also, Sie merken, so langsam legen wir die Messlatte auch hier ein bisschen höher. Ja, wir haben auch gesehen, hier als Trainer auf dem Eis der Enrico Fabris, ehemaliger Weltklasse-Eisschnellläufer und Olympiasieger auch von Turin. Und der hat sich jetzt inzwischen eben auch daran gemacht, seinen Verband zu unterstützen und eben den Eisschnelllauf in Italien eben noch weiter voranzubringen. Ja, wir haben aber auch schon gesehen, da hat er viel, viel Arbeit vor der Brust, gerade auch, weil in Italien nach den Olympischen Spielen von Turin ja dieser Hype ums Eisschnelllauf nicht so angehalten hat, wie man sich das eigentlich wünschte. Und die Bahn in Turin, sie war einmal. Ja, ne, die wurde relativ schnell geschlossen. Das war auch von vornherein eigentlich klar. Ich glaube, 2007 war dann nochmal die Universiade in Turin auf der Bahn und dann gab es nochmal einen Weltcup. Aber dann war dort eben dann auch Schluss und es ist natürlich sehr, sehr schwer, ohne eine Hallenbedingung, also ohne optimale Bedingungen, dann
auch wirklich ein gutes Team an den Start zu bringen. Wobei man eben sagen muss, gerade die Polen und auch die Italiener schaffen es doch immer wieder auch mit wenig Sportlern, aber trotzdem individuell sehr, sehr weit vorne auch mit dabei zu sein. Nana Takahashi, die hat hier schon ordentlich zugeschlagen bei diesen Studentenweltmeisterschaften. Sie ist die neue Weltmeisterin über die 3000 und 5000 Meter und ist Vize-Weltmeisterin über die 1500 Meter. Tritt jetzt hier noch einmal an über die 500 Meter, hat da auch gute Ausgangsposition, 40-43 im ersten Lauf. Die Möglichkeit hier nachzulegen, hat es zu tun mit Aleksandra Kapuciak aus Polen. Und die Polen waren bei den letzten Studentenweltmeisterschaften, die in Almaty stattfanden, die beste Nation und haben ja auch schon ordentlich Medaillen gewonnen. Ja, die Polen machen es wirklich gut. Also sie haben sehr, sehr viele Studenten dabei, beziehungsweise sie sind halt scheinbar auch sehr, sehr flexibel in ihren Studienzeiten, sodass man eben es doch dort einigermaßen schafft, die Dinge, die eben notwendig sind für Leistungssport, eben trotzdem noch mit auf den Weg zu bringen. Und von daher sieht man immer wieder auch die Jungs und Mädchen aus Polen wirklich sehr, sehr weit vorne, gerade bei diesen Studentenweltmeisterschaften oder Universiaden. Ja, und Nana Takahashi hat schon einmal eine Medaille sicher, ist jetzt in der Addition beider Läufe in Führung gegangen. Wir haben nur noch eine Paarung und damit ist es dann die vierte Medaille bei diesen Studentenweltmeisterschaften und sie wird am Ende dieser WM die erfolgreichste Athletin sein, die hier daran teilgenommen hat. Und das ist das letzte Paar. Kishili hat dann natürlich auch ein ganz schön das Programm gehabt, ja. Mit allen Strecken quasi, aber wenn man dann die Klasse hat, eben auch überall eine Medaille zu holen, dann sollte man das auch natürlich probieren und die Saison ist ja nicht mehr lang, von daher ist es für die meisten der letzte Wettkampf und dann kann man eben auch mal alles geben. Arisa Tsuchimoto auf der Außenbahn aus Japan, im letzten Jahr asiatische Vizemeisterin über die 1000 Meter geworden. Und auch hier gab es einen zweiten Platz über die 1000 Meter bei diesen Studentenweltmeisterschaften. Die beiden kämpfen jetzt also um Gold und Silber. Oder, naja, wir haben auch schon bei Nancy am ersten Tag gesehen, dass einige Favoriten dann doch mal leicht ins Straucheln kommen. Ja, das kann schon passieren, gerade bei den Bedingungen. Man sieht auch so, der Wechsel von Licht und Schatten, das ist gar nicht so einfach, auf so einer Freibahn zu laufen, weil die meisten ja auch gewohnt sind, nur noch in der Halle zu trainieren und auch Wettkämpfe zu laufen. Von daher ist es manchmal gar nicht so einfach, gerade die unterschiedlichen Eisbedingungen so zu antizipieren. Aber das ist natürlich trotzdem ein ganz deutlicher Sieg gewesen und Kishili wusste das auch am Ende schon auf den letzten 30 Metern, dass sie gewinnen wird und ist dann locker ins Ziel gelaufen. Ja, das war ein Sieg mit Ansage, denn sie war hier von allen Teilnehmerinnen auch die eigentlich bekannteste. Das hat nicht immer unbedingt etwas zu sagen, aber auch ihre Vorleistung im Weltcup, die haben darauf hingedeutet, dass gegen diese Konkurrenz hier doch eher leichtes Spiel zu erwarten war und ganz genau so ist es gekommen. Also, die vorletzte Damen-Goldmedaille, wir haben ja noch den Massenstartwettbewerb, gewinnt Kishili aus China. Doppelte Medaille gab es für Japan, Silber und Bronze. Die Polinnen diesmal ohne Medaille geblieben. Die hatten im letzten Jahr nun auch mal richtig gute Olympiateilnehmerinnen mit dabei gehabt. Eine einzige ist davon noch übrig geblieben, Wozniak. Die sehen wir jetzt nicht mehr. Die hat ja aber auch ordentlich zugelangt mit drei Medaillen. Ja, wobei man eben auch sagen muss, dass die anderen beiden oder die anderen dann eben zeitgleich bei der Mehrkampf-WM in Berlin waren, sodass die auch nicht so viel Alternativen hatten. Follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.